Man nannte ihn den Vampir, den Schlechter, den Kannibalen oder auch den Werwolf. Seine Geschichte schockt noch heute. Es ist die Geschichte von Fritz Hamann. Friedrich Hamann, von anderen Fritz genannt, wurde am 25. Oktober 1879 in Hannover geboren. Er hatte 5 weitere Geschwister und wuchs in einer armen Familie auf. Sein Vater erzog ihn sehr streng, während seine Mutter den Jungen verwöhnte. Er war ein ruhiges Kind, er vermied den Sport, aber er liebte es, mit den Spielsachen seiner Schwester zu spielen. Auch liebte er das Kochen und Stricken. Für die damalige Zeit war dies äußerst ungewöhnlich für einen Jungen, weshalb einige seiner Mitschüler ihn sehr merkwürdig fanden. Bereits als Kind wurde er von einem seiner älteren Brüder über längere Zeit missbraucht. Sein Vater bekam von all dem wenig mit, denn er ging der Mutter oft fremd und hatte kein Interesse an der Familie. Er hatte die Mutter wegen ihres Geldes geheiratet, was kein Geheimnis war. Im Jahr 1886 wurde Fritz eingeschult und sofort fiel den Lehrern auf, dass er von seiner Mutter verwöhnt wurde und öfters Tagträume hatte während der Unterrichtszeit. Aufgrund dessen blieb er auch 2-mal sitzen. Als Fritz 8 Jahre alt war, wurde er außerdem von einem seiner Lehrer belästigt. Im Jahre 1894 beendete er die Schule und begann eine Lehre zum Schlosser in Neuf-Brisach. Mit gerade einmal 15 Jahren, im Jahr 1895, verpflichtete er sich bei der Unteroffiziersschule der Armee in Breisach. Seine Grundausbildung begann am 4. April 1895. Als Soldat machte er sich äußerst gut, zumindest am Anfang seiner Ausbildung. Nach 5 Monaten fing er aber an, unter starken Halluzinationen zu leiden. Ärzte attestierten ihn mit einer Art von Epilepsie, jedoch geht man heute davon aus, dass diese Symptome von einem Fall oder einem Sonnenstich stammen könnten. Da er mit diesen Symptomen kein guter Soldat werden konnte, beantragte er eine Entlassung von der Armee, die ihm auch gestattet wurde. Es war nun Oktober 1895 und er lebte in der Zigarrenfabrik seines Vaters. Er war arbeitslos und hatte keine große Lust, sich einen richtigen Job zu suchen. In dieser Fabrik fing er auch eine Affäre mit einer erwachsenen Nachbarin an, jedoch merkte er bereits im Alter von 16 Jahren, dass er dunkle Triebe hatte. Er fing an, kleine Jungs in abgelegene Gebiete zu locken und dort in verlassenen Kellern das Unaussprechliche mit ihnen anzustellen. Im Juli 1896 kam das aber ans Tageslicht und Fritz wurde verhaftet. Vor Gericht wurde er dann als unzurechnungsfähig eingestuft, weshalb das Gericht entschied, ihn in eine Nervenheilanstalt in Hildesheim zu schicken. Dort begann er dann seine Therapie im Februar 1897. Wenige Zeit später wurde er nach Hannover geschickt, um dort eine Beurteilung seiner geistigen Gesundheit zu bekommen. Dort wurde er von dem Psychologen Gurt Schmalfuß als unheilbar geistesgestört diagnostiziert, weshalb angeordnet wurde, dass er auf unbestimmte Zeit in der Anstalt festgehalten werden sollte. Am 28. Mai 1897 wurde er dann zurück nach Hildesheim geschickt. Im Januar 1898 floh Fritz dann aus der Anstalt mit der Hilfe seiner Mutter. Ziel seiner Flucht war Zürich in der Schweiz. Dort lebte er mit Verwandten seiner Mutter und bekam sogar einen Job in einer Schiffswerft. Er blieb ganze 16 Monate in Zürich, bevor er im April 1899 nach Hannover zurückkehrte. Dort lernte er eine Frau namens Erna Löwert kennen, die er im Jahr darauf heiraten wollte und bald ein Kind mit ihr bekam. Im Jahr 1900 wurde er dann zum Militärdienst einberufen. Warum genau er zum Militärdienst durfte, obwohl er noch wenige Monate zuvor als unheilbar geistesgestört eingestuft wurde, konnte ich leider nicht herausfinden. Jedoch wurde Fritz Hamann am 12. Oktober 1900 in die elsässische Stadt Colmar geschickt. Dort diente er im Schützenbataillon Nummer 10. Die Zeit dort beschrieb er später als die beste Zeit seines Lebens und auch seine Kameraden sagten, dass er ein vorbildlicher Soldat war. Im Oktober 1901 brach er bei einer Übung zusammen und litt daraufhin unter starken Schwindelanfällen. Insgesamt musste er danach 4 Monate in einem Krankenhaus behandelt werden. Da er damit erneut als untauglich für den Dienst galt, wurde er am 18. Juli 1902 erneut vom Militär entlassen. Nach seiner Entlassung bekam er eine monatliche Rente von 21 Goldmark. Er fing einen Job in der Zigarrenfabrik seines Vaters an und lebte wieder bei seiner Frau in Hannover. Da Fritz aber keine Lust hatte, für seinen Vater zu arbeiten, verklagte er ihn mit der Begründung, dass er ja nicht arbeitsfähig sei und sein Vater Unterhalt zahlen sollte. Die Klage wurde allerdings fallen gelassen.
Im darauffolgenden Jahr gab es eine heftige Schlägerei zwischen Vater und Sohn, was dazu führte, dass nun der Vater von Fritz versuchte, seinen Sohn zu verklagen. Auch diese Klage wurde fallen gelassen. Im Mai 1903 musste Fritz Hamann erneut zu einer psychiatrischen Untersuchung. Bei dieser erneuten Untersuchung wurde festgestellt, dass Hamann geistig stabil sei. Da er nun wieder frei war, eröffnete er mit seiner Verlobten eine Fischhandlung. Jedoch sollte das gemeinsame Glück nicht lange halten, denn Fritz warf seiner Verlobten vor, dass sie eine Affäre mit einem Studenten gehabt hatte. Sie löste die Verlobung auf und warf Fritz aus dem Geschäft. Da er nun alleine war und ohne Job, verbrachte er das nächste Jahrzehnt damit, als Kleinkrimineller, Einbrecher und Trickbetrüger sein Geld zu verdienen. Fritz hatte zwar ab und zu feste Jobs, jedoch bestahl er auch bei seiner offiziellen Arbeit seinen Arbeitgeber und Kunden. Ab 1905 saß er für mehrere kurze Zeiträume im Gefängnis. 1912 wurde Hamann wegen Einbruch verhaftet. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden extrem viele gestohlene Gegenstände gefunden. Dadurch wurde er mit einigen weiteren Fällen in Verbindung gebracht und er bekam 5 Jahre Haft als Strafe. Aufgrund der Wehrpflicht nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges herrschte in Deutschland ein Mangel an Arbeitskräften. Das bedeutete für Fritz, dass er während seiner Haftstrafe tagsüber auf dem Gelände verschiedener Herrenhäuser in der Nähe der Stadt Rendsburg arbeiten durfte. Im April 1918 wurde er dann aus dem Gefängnis entlassen. Er zog für eine Weile nach Berlin, bevor er wieder nach Hannover zurückkehrte. Dort lebte er erst mit seiner Schwester, jedoch mietete er im August 1918 eine Einzimmerwohnung für sich alleine. Direkt darauf begann er wieder mit gestohlenen Gegenständen zu handeln. Bereits vor seiner Zeit im Gefängnis hatte er viele Kontakte geknüpft, weshalb es für ihn ein leichtes war, wieder mit Schmuggelware zu handeln. Da Fritz sich für äußerst clever hielt, fing er auch an, für die Polizei als Informant zu arbeiten. Vor allem aber, weil er die Polizei von seinen eigenen Geschäften ablenken wollte. So ging er im Jahr 1919 um den Hauptbahnhof herum und informierte die Polizei über allerlei kriminelle Machenschaften, die dort passierten. Er selbst ging dann sogar so weit, dass er Schmuggelware bei sich lagerte und gefälschte Verhaftungen mit der Polizei durchführte, damit nicht bekannt wurde, dass er ein Spitzel für sie war. Dadurch entwickelte er sich zu einer der wichtigsten und zuverlässigsten Informationsquellen für die Polizei. Zwischen den Jahren 1918 und 1924 nahm Fritz Hamann mindestens 24 Menschen das Leben. Er steht bis heute im Verdacht, mindestens 27 Menschen das Leben genommen zu haben. All seine Opfer waren Männer im Alter von 10 und 22 Jahren. Die Opfer wurden an eine von 3 Adressen gelockt, an denen sich Hamann öfters aufhielt. Es ist bekannt, dass er unter dem Versprechen von Hilfe, Unterkunft und Arbeit seine Opfer gelockt hatte. An diesen Adressen wurde dem Opfer in der Regel etwas zu essen oder zu trinken gegeben, bevor er seinen Opfern in den Adamsapfel biss. Häufig erwürgte er sie dann, aber bei mehreren Fällen biss er sich bis in die Luftröhre durch. Laut eigener Aussage war es ein Liebesbiss. Sein erstes bekanntes Opfer war der 17-jährige Friedel Rothe. Rothe war ein Ausreißer, der oft von zu Hause wegrannte. Als Rothe dann am 25. September 1918 verschwand, sagten seine Freunde, dass man ihn zuletzt mit Fritz Hamann gesehen hatte. Dieser lebte zu dieser Zeit in der Kellerstraße 27 in Hannover. Da die Familie immer mehr Druck auf die Polizei machte, wurde im Oktober 1918 die Wohnung von Fritz Hamann durchsucht. Dort fand man Fritz in Begleitung eines nackten 13-jährigen Jungen. Er bekam daraufhin eine 9-monatige Haftstrafe. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt aber nicht wusste, war, dass der abgetrennte Kopf von Friedel Rothe in einer Papiertüte hinter dem Herd lag. Hamann vermied es irgendwie über das ganze Jahr 1919 seine Strafe zu verbüßen. Im Oktober diesen Jahres traf er den 18-jährigen Hans Granz, der nach einem Streit mit seinem Vater von zu Hause abgehauen war. Der 18-Jährige wollte seinen Körper an Hamann verkaufen, da er dringend Geld brauchte. Für Hamann sollte Granz wie ein Sohn gewesen sein, sagte er später selbst. Kurz nach ihrer ersten Begegnung lud Hamann den Jungen ein, bei sich zu wohnen. Granz wurde daraufhin zu Hamanns Geliebten und kriminellen Komplizen. Hamann wusste, dass Granz ihn nur für Unterkunft und Geld manipulierte, jedoch hatte er sich in den 18-Jährigen verliebt und wollte ihn bei sich haben. Zwischen dem März und Dezember 1920 verbüßte er dann seine Haftstrafe. Nach seiner Entlassung gewann er dann das Vertrauen der Polizei wieder und wurde erneut zu einem Spitzel.
Zunächst lebte er in einem Hotel, bevor er gemeinsam mit Granz bei einer Familie unterkam. Am 1. Juli 1921 zogen die beiden dann in die neue Straße 8. Am 12. Februar 1923 soll er dann seinem zweiten Opfer das Leben genommen haben. Das Opfer war ein 17-jähriger Pianist namens Fritz Franke. Er lud Fritz zu seiner Wohnung ein, wo sie Granz und seine damalige Geliebte antrafen. Granz sagte zu seiner Geliebten: "Hey, der wird heute noch zertrampelt." Daraufhin verließen die beiden die Wohnung. Am nächsten Tag erzählte Hamann ihnen, dass Fritz nach Hamburg gereist sei. Es ist nicht ganz bewiesen, ob Granz von den Taten wusste, jedoch sagte Fritz später selbst, dass Granz es duldete. 5 Wochen, nachdem er Franke das Leben genommen hatte, am 20. März, traf Fritz am Bahnhof einen 17-jährigen Pendler namens Wilhelm Schulze. Wilhelm war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er Fritz traf. Die Überreste von Wilhelm konnten bis heute nicht gefunden werden, jedoch fand man seine Kleidung bei der Vermieterin von Fritz. Noch mindestens 2 Opfern nahm er in der neuen Straße 8 das Leben. Dem 16-jährigen Roland Huch und dem 18-jährigen Hans Sonnenfeld. Am 9. Juni 1923 zog Hamann in eine Einzimmerwohnung in der Roten Reihe 2. Nur 2 Wochen nach seinem Einzug verschwand Ernst Ehrenberg, der 13-jährige Nachbarssohn. Nur seine Schulmütze und seine Zahnspange fand man später in der Wohnung. 2 Monate später wurde der 18-jährige Heinrich Struss als vermisst gemeldet. Auch hier fand man nur Besitztümer von ihm in Hamanns Wohnung. Nur 1 Monat später verschwand der 17-jährige Paul Bronschiewski. Es war nun der 30. September 1923, als der 17-jährige Richard Gräf verschwand. 2 Wochen später, am 12. Oktober, kehrte der 16-jährige Wilhelm Erdner nicht mehr von der Arbeit nach Hause. Auch der 15-jährige Hermann Wolf und der 13-jährige Heinz Brinkmann wurden in den nächsten 2 Wochen zum Opfer von Fritz Hamann. Am 10. November 1923 verschwand der 17-jährige Tischlerlehrling Adolf Hanappel. Viele Zeugen beobachteten, wie Fritz und Granz gemeinsam auf den Jungen zugingen und mit ihm gemeinsam den Bahnhof verließen. Generell fand Fritz fast all seine Opfer am Bahnhof von Hannover, entweder beim Umsteigen oder während sie auf den Zug warteten. Am 6. Dezember verschwand dann der 19-jährige Adolf Hennis. Für diese Tat wurde bis heute niemand verurteilt. Das Jahr war nun zu Ende, jedoch sollte das kein Ende für die schrecklichen Taten von Fritz Hamann sein. Bereits am 5. Januar 1924 verschwand der 17-jährige Ernst Spicker. Am 15. Januar verschwand dann der 20-jährige Heinrich Koch und im Februar verschwanden der 19-jährige Willi Sänger und der 16-jährige Hermann Speichert. Danach machte Hamann eine kurze Pause, jedoch nahm er am 1. April einem Mann namens Hermann Bock das Leben. Für diese Tat soll Hamann später als nicht schuldig gesprochen werden, obwohl man den Koffer und die Kleidung von Bock bei ihm fand. Am 8. April verschwand dann der 16-jährige Alfred Hohgräfe am Bahnhof Hannover und 9 Tage später verschwand dann der 16-jährige Wilhelm Appel. Am 26. April verschwand der 18-jährige Robert Witzel, als er gerade auf dem Weg zum Zirkus war. 2 Wochen danach nahm er dann dem 14-jährigen Heinz Martin das Leben und am 26. Mai nahm er dem 17-jährigen Fritz Wittig das Leben. Laut eigener Aussage war Fritz Wittig nur sein Opfer, da er einen teuren Anzug trug, den Granz haben wollte. Noch am selben Abend, an dem Fritz Wittig sein Leben verlor, nahm Hamann dem 10-jährigen Friedrich Abeling das Leben. Friedrich hat an diesem Tag die Schule geschwänzt. Am 5. Juni verschwand dann der 16-jährige Friedrich Koch auf dem Weg zur Schule. Sein letztes Opfer sollte der 17-jährige Erich de Vries sein. Er nahm ihm am 14. Juni 1924 das Leben. Die zerstückelten Überreste von Erich fand man später in einem See in der Nähe der Herrenhäusergärten. Am 17. Mai 1924 entdeckten 2 Kinder beim Spielen in der Nähe der Leine einen menschlichen Schädel. Die Polizei fand darauf heraus, dass es sich um den Schädel eines 18- bis 20-jährigen Mannes handelte. 2 Wochen später, am 29. Mai, wurde ein 2. Schädel hinter einem Mühlengraben in der Nähe gefunden. Auch dieser Schädel gehörte einem Mann zwischen 18 und 20 Jahren. Kurz daraufhin wurde ein ganzer Sack voller menschlicher Überreste von Kindern beim Spielen gefunden. Am 13. Juni wurden dann noch einmal 2 Schädel gefunden. Bereits vor diesem Fund kursierten in Hannover Gerüchte über das Schicksal von zahlreichen Kindern, die in der Stadt als vermisst gemeldet worden waren.
Durch diesen Fund wurden die Gerüchte erneut befeuert und die Anwohner gingen nun von einem Serientäter aus. Genau deshalb versammelten sich am 8. Juni 1924 Hunderte von Bürgern an der Leine und gemeinsam durchsuchten sie das Ufer des Flusses und die Umgebung nach weiteren Überresten. Dabei wurden mehrere Knochen gefunden, die an die Polizei übergeben wurden. Dies war Grund genug, das ganze Gebiet zu durchsuchen und man fand insgesamt über 500 weitere Knochen. Viele dieser Knochen wiesen Messerspuren auf und Gerichtsmediziner stellten fest, dass es sich um mindestens 22 verschiedene Menschen gehandelt haben müsse. Es dauerte nicht lange, bis man Hamann verdächtigte, da er bei der Polizei bereits bekannt war. Außerdem gab es bereits zuvor den Verdacht, dass er mit dem Verschwinden von Friedel Roth und Hermann Koch zu tun hatte. Da er als Informant für die Polizei arbeitete, war er öfters am Bahnhof, was nun gegen ihn sprach. Sie beschlossen, dass sie verdeckte Ermittler am Bahnhof aufstellten, die Hamann heimlich beobachten sollten. Die Überwachung begann am 18. Juni 1924. In der Nacht des 22. Juni wurde Hamann von den Ermittlern dabei beobachtet, wie er sich am Bahnhof herumtrieb. Bald darauf sahen sie, wie er sich mit einem 15-jährigen Jungen namens Karl Fromm stritt. Hamann brachte den Jungen daraufhin zu den Beamten und sagte ihnen, dass der Junge mit gefälschten Dokumenten reisen würde. Was die Polizei nicht wusste, war, dass Karl bereits seit 4 Tagen bei Hamann lebte. Als sie herausfinden, was er mit dem Jungen angestellt hatte, wurde Hamann am nächsten Tag verhaftet und wegen Nötigung angeklagt. Nach seiner Verhaftung wurde die Wohnung in der Roten Reihe 2 durchsucht. Der Boden, die Wände und das Bettzeug in der Wohnung waren stark blutverschmiert. Hamann sagte, dass das vom Handel mit Schmuggelfleisch kommen würde. Die Nachbarn von ihm erzählten der Polizei allerdings, dass viele Kinder und Jugendliche dabei beobachtet wurden, wie sie in die Wohnung von Fritz Hamann gingen. Nachts sei er dann mit großen Säcken und Taschen aufgebrochen. Einige Mieter hätten ihn nachts verfolgt und gesehen, wie er diese Säcke in die Leine geworfen hätte. Dann fand die Polizei die vielen Kleidungsstücke und Gegenstände der vermissten Jugendlichen. Die Gegenstände konnten von Familien dann nach und nach identifiziert werden. Hamann sagte zuerst, dass er die Gegenstände wegen des Schmuggels hatte, jedoch sollte es am 29. Juni einen Wendepunkt geben. Die Ermittler fanden an diesem Tag Stiefel und Schlüssel in seiner Wohnung, die dem 18-jährigen Robert Witzel gehörten. Durch Zeugenberichte konnte eindeutig festgestellt werden, dass Hamann der Letzte war, der Witzel lebendig gesehen hatte. Als er mit diesen belastenden Hinweisen konfrontiert wurde, brach Fritz Hamann zusammen und musste von seiner Schwester beruhigt werden. Angesichts dieser Beweise gestand er schließlich alles. Laut Hamann hatte er nie die Absicht, seine Opfer zu verletzen. Es sei ein unwiderstehlicher Drang gewesen, der ihn gepackt hätte. Er hätte die Überreste nach der Tat zerstückeln müssen, was er als äußerst unangenehm empfand. Er sei nach seiner ersten Tat 8 Tage lang krank gewesen, sagte er. Und obwohl er mit solchen Aussagen darauf bestand, dass keine seiner Taten vorsätzlich war, fanden die Beamten schnell Beweise dafür, dass er einige Taten schon Tage und Wochen vorher geplant hatte. Auch war es auffällig, dass Hamann nur Geständnisse in den Fällen ablegte, bei denen man Beweise gegen ihn hatte. Er zeigte zwar Reue, allerdings war diese gespielt und er versuchte, eine geringere Strafe zu erhalten. Einmal sagte Hamann: "Es gibt einige Opfer, von denen man nichts weiß, aber es sind nicht die, von denen man es denkt." Auf die Frage, wie viele Opfer er hatte, sagte er, dass es zwischen 50 und 70 seien. Die Polizei konnte ihn jedoch nur mit dem Verschwinden von 27 Jugendlichen in Verbindung bringen. Auch Granz wurde wegen der Beihilfe angeklagt. Am 16. August 1924 unterzog sich Hamann einer psychologischen Untersuchung an einer Göttinger Hochschule, wo er für verhandlungsfähig befunden wurde. Der Prozess gegen ihn und Granz begann am 4. Dezember 1924. Hamann wurde wegen des Mordes an 27 Jungen angeklagt. In 14 Fällen erkannte er seine Schuld an. Er verteidigte sich außerdem selbst vor Gericht. Granz plädierte auf nicht schuldig. Der Prozess war einer der ersten großen Medienereignisse der Neuzeit in Deutschland und fand in der internationalen Presse große Beachtung. Die internationale Presse nannte ihn den abscheulichsten Fall in der deutschen Geschichte. In der Zeitung nannte man ihn den Schlechter von Hannover, den Vampir oder sogar den Wolfsmensch. Hamann leugnete es, außerdem das Fleisch verzehrt oder verkauft zu haben, was von einem medizinischen Sachverständigen unterstützt wurde. Als er mit Fotos seiner Opfer konfrontiert wurde, wurde Hamann ruhig und zurückhaltend. Er sagte, dass er sie nicht wiedererkennen würde.
Danach zeigt er sich meist gleichgültig und sagte Dinge wie: Mir egal, wahrscheinlich war ich's. Mehrere Bekannte und Nachbarn sagten dann vor Gericht aus, dass sie öfters Hackfleisch von Hamann gekauft hatten. Einmal wurde die Vermieterin krank, nachdem sie Würste von Hamann gekauft hatte und diese gegessen hatte. Viele Zeugen sagten auch aus, dass sie eine Suppe zur Polizei gebracht hatten, die von Hamann stammte. In dieser Suppe sollen menschliche Körperteile geschwommen sein, jedoch sagte die Polizei, dass es sich um Schwein handeln müsse und hätte sie daraufhin wieder weggeschickt. In der zweiten Woche des Prozesses wurden Zeugenaussagen darüber gemacht, wie viel die Polizei über Hamanns Vergangenheit wusste. Die Polizei hatte ihn nie für einen der Fälle verdächtigt, obwohl viele bereits zuvor gesagt hatten, dass sie die Opfer in Begleitung von Hamann gesehen hatten. Der Prozess dauerte nur knapp 2 Wochen. In dieser Zeit sagten über 190 Zeugen aus. Hamann wurde für 24 der 27 Taten schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Kranz wurde wegen Beihilfe und Anstiftung ebenfalls zum Tode verurteilt. Hamann legte keine Berufung ein und akzeptierte das Urteil. Er sagte, dass wenn man ihn freilassen würde, er einfach weitermachen würde. Kranz legte zwar Berufung ein, jedoch wurde diese am 5. Februar 1925 abgelehnt. Am Morgen des 15. April 1925 um 6 Uhr wurde Fritz Hamann in Hannover mit der Guillotine enthauptet. Sein letzter Wunsch war es, eine teure Zigarre und einen Kaffee zum Trinken in seiner Zelle zu haben. Teile seines Gehirns wurden daraufhin für forensische Analysen entnommen. Bei der Untersuchung wurden Spuren einer Hirnhautentzündung festgestellt. Bis zum Jahr 2014 wurde der Kopf von Fritz Hamann daraufhin konserviert. Noch heute liegen einige Hirnschnittpräparate in München. Die Überreste der Opfer wurden im Februar 1925 in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Stöckener Friedhof beigesetzt. Kurz daraufhin fand man einen Brief von Hamann, in dem er die Unschuld von Hans Kranz beteuerte. Daraufhin gab es für ihn ein zweites Verfahren. In diesem zweiten Verfahren wurde er erneut schuldig gesprochen und bekam eine 12-jährige Haftstrafe. Nach dieser Haftstrafe wurde er in Sachsenhausen interniert und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 1975 in Hannover. Noch heute ist der Fall heiß diskutiert und viele kennen das alte Hamann-Lied noch. Auch in Film und Fernsehen wurde dieser Fall oft behandelt. Erstmals im Jahr 1931 im Film M von Fritz Lang. Der Film wurde von den Taten von Hamann, Peter Kürten und Karl Großmann inspiriert. Im Jahr 1995 kam der Film Der Todmacher mit Götz George in der Hauptrolle raus, der sich direkt um den Fall Hamann drehte. Was denkt ihr über den Fall? Gute Nacht und bleibt gesund.